und Kollegen von der CFM, die gegenwärtig im Streik stehen, und möchte von dieser Stelle aus, wir unterhalten uns gleich nochmal, meine Solidarität ausdrücken, weil es kann nicht angehen, dass ein landeseigenes Unternehmen Tätigkeiten ausgliedert, zu Dumpinglöhnen bezahlt, sondern ich sage, die brauchen einen anständigen Tarifvertrag, der existenzsichernd ist, und ich sage auch, die Aufgabe der CFM muss wieder in die Charité eingegliedert werden. Das ist meine Position. Und dafür sind wir im Senat eingetreten und dafür werden wir auch weiter eintreten. Liebe Berlinerinnen und Berliner, Sie haben am 18. September, jetzt an diesem Sonntag, die Wahl. Sie haben die Wahl zu entscheiden, wer Berlin weiter regiert und vor allen Dingen, wie Berlin weiter regiert wird. Und wir entscheiden darüber, ob soziale Gerechtigkeit weiterhin ein Leitmotiv im Berliner Senat ist oder ob Wettbewerb, Privatisierung, ob die Freigabe für Dumpinglöhne wieder Oberhand bekommt. Und deshalb, glaube ich, lohnt es sich mal, einen Blick zurückzuwerfen, wie die Stadt aussah, bevor die Linke vor fast 10 Jahren in die Regierung eingetreten ist. Sie erinnern sich vielleicht, Berlin war gebeutelt durch den größten Bankenskandal in der Geschichte der Bundesrepublik.